Ja, Ruth Varga, Kapitänin vom CF Südtirol. Mittlerweile ein Schlagerspiel diesen Sonntag, CF Südtirol gegen Milan. Ruth, was sind die Chancen für deine Mannschaft? Also unsere Chancen, wie gesagt, wir spielen immer sicherlich auf Sieg. Wir werden unser Bestes geben. Wir bereiten uns auch schon diese Woche ganz konzentriert darauf vor. Das heißt sowohl physisch als auch psychisch natürlich. Das heißt, wir stellen uns schon mental darauf ein, unser Bestes zu geben. Und ja, sind wir gleich heim, wir werden ihn schon wehren. Okay, Ruth, noch eine letzte Frage. Diese Sensation, die Mannschaft ist wirklich eine Sensation geworden. Also, ihr seid gestartet, hat man gemeint, ja, Klassenerhalt und so weiter. Aber jetzt hast du wirklich noch ein paar Punkte und man steht vor einer großen Sensation, das könnte die Serie A sein. Was hat es eigentlich bewirkt? Was ist eigentlich die Stärke von dieser Mannschaft? Die Stärke von der Mannschaft ist die Gruppe, nach wie vor die Gruppe. Das heißt, wir haben am Anfang von der Saison eine Zeit gebraucht, bis wir zusammengefunden haben. Das heißt, auch im Feld als Gruppe zu harmonieren und sozusagen einzeln Spiel dann als Gruppe eben schön aufzubauen. Und das ist uns jetzt mittlerweile gelungen. Das heißt, wir stehen gut auf dem Feld und wie gesagt, wir haben gezeigt, auch schon in der Vergangenheit, dass wir uns mit jeder Mannschaft da wirklich auch messen können in der Serie A2. Wir halten an jeden unseren Südtiroler Grindfeier, wenn man es so sagen kann, in Dialekt. Nicht? Und wie gesagt, die Stärke ist die Gruppe. Und ich meine, weil jetzt auch viel geredet wird über den Aufstieg hin und her, ich meine, wir konzentrieren uns auf ein Spiel nach dem anderen. Das heißt, was nachher rauskommt, weil sehen wir nachher, wo wir schlussendlich landen, aber Hasen tut jetzt unser Ziel und unser Motto ein Spiel nach dem anderen umgehen. Das heißt, diese Woche sind wir voll konzentriert auf Milan und nachher machen wir den nächsten Schritt weiter. Danke.